Jede erfasste Arbeitszeit sollte vom Büropersonal kontrolliert, gegebenenfalls korrigiert werden. Das ist wichtig, damit die Lohnabrechnung und die Monatsansichten am Ende des Monats korrekt sind und dem Mitarbeiter gegebenenfalls ausgehändigt werden können. Um die Arbeitszeiten zu korrigieren, wechseln wir einmal in Agrarmonitor unter den grünen Button Arbeitszeit. Man sieht hier eine Arbeitszeit vom Mittwoch, dem 21.04.21. Hier ist bereits bei geprüft ein grüner Haken vorne vor. Die Arbeitszeit wurde also nachgeschaut. Die Arbeitszeit ist von Hannes Kahlenberg. Er hat sich um 7 Uhr eingeloggt, um 15.30 Uhr ausgeloggt. Daraus ergeben sich 8,5 Stunden Anwesenheit. Abzüglich einer Pause mit 0,5 Stunden gibt es 8 Stunden Arbeitszeit. Der Tag ist somit korrekt. Da wir in unserem Betrieb mehr als einen Festangestellten haben, fehlen an diesem Tag am 21.04. noch manche Arbeitszeiten. Über den blauen Button nicht angemeldet kann man nachschauen, welche Mitarbeiter sich an dem Tag nicht eingeloggt haben. Hakt man sie rechts an und bestätigt mit OK, kann man über die Standard-Nachtragen-Funktion, die ihr aus dem Punkt Nachtragen oder auch zum Beispiel aus der Arbeitszeitplanung kennt, neue Arbeitstage hinzufügen, für zum Beispiel Abwesenheiten, Urlaub, Krankheit, Feiertag oder alternativ auch, um eine Arbeitszeit in der Werkstatt oder einen Kundenauftrag nachzutragen. In diesem Fall brechen wir das Ganze einmal ab. Um den Button hinzuzufügen mit nicht angemeldet, der ist nicht standardmäßig sichtbar, könnt ihr unter Stammdaten Mitarbeiter gehen, oben links auf den braunen Button Kategorien und hier eine Mitarbeiterkategorie für nicht angemeldet in der Arbeitszeit markieren. Sollte die notwendige Kategorie hier fehlen, kann man sie oben links über den grünen Button anlegen und den Kategorien hinzufügen, anschließend in der Detailansicht eines Mitarbeiters die Mitarbeiter einsortieren. Somit werden die jeweiligen Mitarbeiter hier unter dem Reiter Arbeitszeit nicht angemeldet angezeigt und man kann gegebenenfalls fehlende Tage hinzufügen. Oben unter der Arbeitszeit sehen wir eine rote 5. Bedeutet, es gibt 5 Arbeitstage, die noch nicht kontrolliert wurden. Um diese Arbeitstage zu kontrollieren, müssen wir uns die Tage zunächst aufrufen. Standardmäßig sehen wir die Tage in dieser Ansicht nicht mehr, da sie scheinbar älter als 4 Tage sind. Das erkenne ich aktuell daran, dass auf der rechten Seite ein Filter auf heute plus minus 4 Tage gesetzt ist. Der ist standardmäßig immer so eingestellt. Es werden also immer 4 Tage in die Zukunft und 4 Tage rückwirkend angezeigt. In diesem Fall gehen wir einmal rechts auf Datumsbereich. Somit bezieht sich die Anzeige der Arbeitszeiten auf den ganz oben rechts eingestellten Datumsbereich. Und wir sehen alle Arbeitszeiten vom 1. Januar 2020 bis zum 31.12.21. Nun haben wir verschiedene Arbeitszeiten unten angezeigt und die Ansicht ist relativ unübersichtlich. Kontrollierte Arbeitstage interessieren uns in diesem Moment gerade nicht. Somit können wir oben links den ersten Filter Prüfstatus wählen anklicken und dort auf nicht geprüft setzen. Somit sehen wir nur die Tage, die noch nicht geprüft sind. Aktuell sind das 5 Tage, daher erscheint auch oben die rote 5. Nicht kontrollierte Tage werden immer mit einem roten Fragezeichen auf der linken Seite angezeigt. Schauen wir uns einmal den ersten Tag von mir an dieser Stelle an. Man erkennt oben, um 6:12 Uhr habe ich mich eingeloggt, 16:30 Uhr ausgeloggt und das ergibt unten rechts eine Arbeitszeit, eine Anwesenheit von 10,3 Stunden. Abzüglich einer Pause, die gab es in diesem Fall nicht, somit eine Arbeitszeit von 10,3 Stunden. In der Verteilung sieht man eine nicht zugeordnete Zeit von 6:12 Uhr bis 6:33 Uhr. Die ist bereits gelb markiert, da Agrarmonitor erkannt hat, dass der Arbeitstag so nicht plausibel ist. Es fehlt eine Verteilung. Wir wollen immer den Arbeitstag möglichst weit auf verschiedene Tätigkeiten und Aufträge verteilen, um nachher am Ende des Jahres genaue Auswertungen erstellen zu können. Fährt man mit der Maus über das nicht zugeordnet rüber, öffnet sich ein Tooltip und man sieht, dass es eine Lücke in der Verteilung gibt. Klickt man hierauf, kann man eine Tätigkeit, Pause oder einen Auftrag nachtragen. Man würde also in diesem Fall den Mitarbeiter einmal fragen, was er an dem Tag gemacht hat und die Tätigkeit nachtragen. Wir haben in diesem Fall gefragt und er hat eine Rüstzeit gemacht. Somit gehen wir auf den Punkt Tätigkeit nachtragen. Man bestätigt einmal mit OK und kann dann aus dem Tätigkeitenkatalog die Rüstzeit auswählen. Die Zeiten werden direkt übernommen. Gegebenenfalls kann man sie nochmal anpassen. Man bestätigt einmal mit OK und hat somit die Rüstzeit hinzugefügt. Dementsprechend gibt es unten rechts bei aufgeteilt bereits 5,8 Stunden Arbeitszeit, die auf Tätigkeiten und Kundenaufträge verteilt wurden. Man erkennt es hier auf der rechten Seite unten über der Anwesenheit.
Nach dem Kundenauftrag gibt es ebenfalls eine Zeit, mit nicht zugeordnet. Klicken wir einmal rauf, können wir nun eine Pause nachtragen. Der Mitarbeiter hat uns mitgeteilt, dass er von 12 bis 13 Uhr eine Pause gemacht hat. Wir bestätigen einmal mit OK, geben 12 bis 13 Uhr ein, noch einmal mit OK bestätigen und haben somit auch eine Pause hinzugefügt. Wichtig dabei ist, der Button Pause hinzufügen, den wir hier oben links sehen, ist nur für Pausen während Arbeiten auf dem Betrieb. Pausen in einem Kundenauftrag müssen immer direkt in dem jeweiligen Kundenauftrag nachgetragen werden. Nun haben wir noch eine weitere Zeile mit nicht zugeordnet, von 13 Uhr bis 16:30 Uhr. Wir können einmal auf die Zeile heraufklicken. Der Mitarbeiter hat uns gesagt, dass er den Schlepper gewaschen hat. Somit gehen wir auf Tätigkeit nachtragen, bestätigen einmal mit OK, wählen die Tätigkeit Reinigen, Waschen an und ordnen auch die Maschine zu. Somit werden die Mitarbeiterkosten auf die Maschine gebucht. Man kann gegebenenfalls noch Notizen hinzufügen. Sofern das nicht notwendig ist, bestätigt man einmal mit OK und hat den Tag somit komplett nachgetragen. Man erkennt nun unten rechts bei aufgeteilt, dass 10,3 Stunden seiner Arbeitszeit aufgeteilt sind und er war 10,3 Stunden anwesend. Somit ist der Tag optimal verteilt und somit korrekt. Nun können wir den Tag als geprüft markieren. Zuvor ist es meist sinnvoll, das Dropdown-Menü auf den Punkt und zur Übersicht einzustellen. Wenn ich nun auf geprüft gehe, wird der Tag als geprüft markiert und ich werde automatisch in die Übersicht zurückverlinkt. Somit haben wir jetzt nur noch vier nicht kontrollierte Tage und oben eine rote 4 in der Arbeitszeit. Schauen wir uns einmal den nächsten Tag an. Gehen wir auf Philipp Rödemeier. Philipp hat sich um 7 Uhr eingeloggt, um 12:30 Uhr ausgeloggt, hat um 12:30 Uhr gleich wieder seine Arbeitszeit gestartet bis 18 Uhr. Diese beiden Anwesenheiten sind an sich soweit korrekt erfasst. Sinnvoll ist nun, sie miteinander zusammenzuführen, um in der Monatsansicht nachher nur eine Zeile zu erhalten. Somit haken wir die unteren beiden Tätigkeiten an, gehen einmal auf Aktion wählen und ordnen diese Anwesenheit der ersten Anwesenheit zu, von 7 Uhr bis 12:30 Uhr. Wir klicken dort einmal herauf. Es öffnet sich ein Pop-up, eine Anwesenheit wird gelöscht. Die andere Anwesenheit wird verlängert auf 7 bis 18 Uhr und die Tätigkeiten werden dort zugeordnet. Einmal mit OK bestätigen. Somit können wir aus zwei Anwesenheiten eine machen und sie miteinander zusammenführen. Gerade wenn sich der Mitarbeiter mal fälschlicherweise ausgeloggt hat, ist das eine sehr sinnvolle Funktion. Man sieht nun unten rechts aufgeteilt 11 Stunden, anwesend 11 Stunden abzüglich Pause ergeben 10,5 Stunden Arbeitszeit. Auf der linken Seite das Dropdown-Menü mit und zur Übersicht ist beibehalten worden. Daran brauchen wir nichts mehr ändern. Wir gehen nun einfach wieder auf geprüft herauf und haben auch diesen Tag kontrolliert. Da wir zwei verschiedene Anwesenheiten miteinander zusammengeführt haben, erscheint bei der Arbeitszeit oben nur noch eine rote 2. Es gibt noch zwei Tage, die aktuell nicht kontrolliert sind. Nehmen wir als nächstes den Tag von Lars Brackhage. Lars hat sich um 7:03 Uhr eingeloggt bis 16:45 Uhr. Hat seine Arbeitszeiten wunderbar auf verschiedene Maschinen verteilt und eine Pause gebucht. Und man erkennt unten rechts aufgeteilt 9,7 Stunden. Darunter die Anwesenheit abzüglich Pause ergibt die Arbeitszeit. Nun hat er uns noch eine Notiz geschrieben. Grasmesser A69 eingebaut. Nachmittags bis abends hat er die Pickup abgeschmiert, Öle gewechselt, zusammengebaut. Somit klicken wir hier einmal herauf und wählen an dieser Stelle die andere Maschine. Wir wählen nun hier die Pickup vom Jaguar 69, da er am Nachmittag die Pickup abgeschmiert hat. Wir bestätigen das einmal mit OK und haben somit die Maschine getauscht. In der oberen Tätigkeit tragen wir eine Notiz nach und schreiben dort rein, Grasmesser eingebaut. Das, was er uns über die Notiz für den Vormittag kommentiert hat. Einmal mit OK bestätigen, somit haben wir die Notiz hinzugefügt. Der Tag ist soweit korrekt und wir gehen unten links auf geprüft. Somit ist der Tag ebenfalls korrigiert und wir haben nur noch eine rote 1 oben. Als nächstes nehmen wir den Tag von Laura Stock. Man sieht bereits, dass der Tag links einen gelben Border hat. Fährt man mit der Maus herüber, erscheint ein Tooltip. Die Anwesenheiten sind nicht plausibel. Rechts erkennt man eine Arbeitszeit mit 35,5 Stunden. Schauen wir einmal in den Tag herein, wie der Tag erfasst wurde. Am 23.10.20 um 7 Uhr hat Laura sich eingeloggt. Am 24.10.20 um 19 Uhr dementsprechend ausgeloggt. Unten rechts im Arbeitstag sieht man,
dass 22,29 Stunden aufgeteilt wurden, die Anwesenheit insgesamt 36 Stunden beträgt, abzüglich einer Pause mit 0,5 Stunden ergeben das 35,5 Stunden Arbeitszeit. Agrarmonitor markiert diesen Tag gelb. Man sieht es, wenn man mit der Maus herüberfährt, da die Anwesenheit länger als 20 Stunden ist. Wenn eine Anwesenheit länger ist, wir gehen davon aus, dass das nicht plausibel ist, länger als 20 Stunden Anwesenheit ist an sich nicht üblich. Nach 8 Stunden sollte ein Tag vorbei sein. Daher wird die Zeile gelb markiert und man wird darauf hingewiesen. In dem Fall erkennt man bereits oben in der Grafik eine Verteilung. Morgens erst die Arbeit auf dem Betrieb, dann wurde eine Pause gemacht, es wurde ein Kundenauftrag gebucht und anschließend eine neue Arbeit auf dem Betrieb, die um 17:32 Uhr am ersten Tag beendet wurde. Dann läuft einfach nur die Anwesenheit durch über den 24. Oktober und um 7:12 Uhr am 24. Oktober wird die nächste Arbeit auf dem Betrieb gestartet. Scheinbar hat Laura einfach nur vergessen, auf Arbeitstag beenden zu klicken. Man erkennt es auch wunderbar unten in der Tabelle, da hier von 17:32 Uhr bis 7:12 Uhr eine Zeit mit nicht zugeordnet vorhanden ist. Um diese Zeit nun herauszubekommen, können wir die Tätigkeiten rechts anhaken, die in den 24. Oktober gehören, gehen auf Aktion Wählen und wählen dort den Punkt Neue Anwesenheit erzeugen. In dem Moment wird ein Pop-up geöffnet. Die alte Anwesenheit ging vom 23.10.7 Uhr bis zum 24.10.19 Uhr. Nun wird diese gekürzt auf 7 Uhr bis 17:32 Uhr, da um 17:32 Uhr, man sieht es unten links noch, die letzte Tätigkeit am 23.10. beendet wurde. Und es wird eine neue Anwesenheit für den 24.10. erzeugt von 7:12 Uhr bis 19 Uhr mit den beiden Tätigkeiten, die wir eben angehakt haben. Man bestätigt also einmal mit OK. Wir werden in den Tag vom 24.10. verlinkt. Man sieht hier, der Tag geht von 7:12 Uhr bis 19 Uhr. Wir haben also die beiden Tage geteilt. Dieser Tag ist soweit korrekt und wir markieren ihn als geprüft. Dazu haben wir nun noch den Tag vom 23.10., den wir gerade verkürzt haben. Wir klicken einmal rauf und sehen, dass der Tag nur noch bis zum 23.10. 17:32 Uhr geht. Wir können natürlich gegebenenfalls den Tag noch nachbearbeiten, noch verlängern, andere Tätigkeiten wählen, wie wir es eben gesehen haben. Und sofern der Tag korrekt ist, gehen wir einmal auf geprüft. Man erkennt nun oben bei der Arbeitszeit, dass keine rote Zahl mehr vorhanden ist. Alle Arbeitstage sind kontrolliert und sollten dementsprechend korrekt sein. Vor der Erstellung der Monatsansicht ist es nur noch sinnvoll, einmal im Einrichtungscockpit zu schauen, ob tatsächlich alle Arbeitszeiten plausibel sind. Dazu geht man unter dem Punkt Mein AM oben links und wählt den Punkt Einrichtung an. Hier gibt es einen grauen Button Arbeitszeit. Dort werden alle Arbeitszeiten angezeigt, die gegebenenfalls nicht plausibel und nicht korrekt sind. Hier gibt es zum Beispiel Anwesenheiten unter 24 Stunden. Das sind 24 von 25 Tagen. Es gibt also einen Tag, der länger als 24 Stunden dauert, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht plausibel. Man kann also einmal auf die Zeile heraufklicken, sieht einen Tag hier vom 17.10. von Marcel Fortmann mit 39 Stunden. Man kann nun einmal auf den Tag heraufklicken, kann ihn dann gegebenenfalls noch nachbearbeiten, den Tag verkürzen, verändern und erst wenn in der Einrichtung alle Tage auf 100% sind, sollte man die Monatsansicht und die Lohnabrechnung erstellen. Darüber kann man sehr einfach alle Arbeitszeiten kontrollieren. Wir empfehlen immer vor Erstellung der Monatsansicht und der Lohnabrechnung darauf zu achten, dass jeder Arbeitstag des Monats kontrolliert ist. Und über die Einrichtung auch einmal zu prüfen, ob alle Tage plausibel und richtig sind. Dann kann man auch garantieren, dass die Monatsansicht und die Lohnabrechnung des Mitarbeiters stimmt.